So, da sind wir wieder. Machen weiter, wo wir vorhin aufgehört haben. Nur mit dem Unterschied, dass wir jetzt nicht in der Fabrik weiterbauen, sondern versuchen mal die Fabrik wieder zum Laufen zu kriegen. Dass mal wieder ein bisschen produziert wird, weil uns fehlt Beton. Und ohne Beton dürfte die Sache ein bisschen, ja, ich weiß, du bist aus, ein bisschen schwierig werden. So, wir nehmen mal alles mit. Was irgendwie brauchbar ist. Da haben wir alles. Ne, die Frage. Gott sei Dank, wir haben Zeit für eine Kettensäge. Weil die einzige, die wir besitzen, hat leider einer meiner abwesenden Kameraden dabei. Was zur Folge hat, dass ich sie logischerweise nicht nutzen kann. Ohne die wird Holzfarmen halt ein bisschen tricky. So. Diesmal nehmen wir hoffentlich die richtige Leine, aber ich glaube, das hier ist sie. Ja, ihr seht schon, semi-optimal gebaut. Das war ein Tacken zu weit. Ach shit, das war jetzt mein Fehler. Weil Aktivieren-Taste muss man halt auch loslassen. Und die Waldfee. Das ist knapper gebaut, als ich es in Erinnerung habe. Schauen wir mal, was hier in was kommt. Der hier verarbeitet Blätter, davon haben wir auch noch welche rumfahren. Der hier verarbeitet Biomasse. Die habe ich jetzt gerade nicht im Inventar. Der hier verarbeitet Holz zu Biomasse. Und der hier Alien-Proteine. War auch mal jetzt. Davon definitiv mal. Davon. So, die packen wir hier rein. Ach so. Stimmt, ich habe ja aktuell nur zwei Handplätze, bis der dritte kommt. Ach, fuck. Stimmt, ja, das Teil braucht auch noch Treibstoff. Das habe ich ganz vergessen. Schon reicht. Kann ich die einfach. Ah ne, okay. Ach so, die verarbeiten nicht, weil sie auch keinen Strom haben. Ja, Kacke. Okay. Dann machen wir jetzt folgendes. Oh, so knapp. Machen wir jetzt folgendes. Wir nutzen den Treibstoff, den wir haben. Hä?
Befreit einen reichen Flor. Biotreibstoff. Ach, ich habe Biomasse und kein Biotreibstoff. Och, komm schon, leck mich doch am Arsch. Alter. Das Konzept hier wäre super, wenn es autonom wäre. So, das sollte jetzt aber reichen, um da unten zu farmen. Das war eigentlich der Plan, die Dinger stehen zu lassen. Aber ich kann es jetzt nicht ändern. Wir brauchen hier irgendwas auf die Schnelle, sonst geht gar nichts. Ach, ist ja praktisch. Man braucht nur noch einmal anklicken. Man braucht kein... brauchst nicht mehr feststellen, also festklemmen. Das ist natürlich sau nützlich. Aber wenn ich hierfür keinen haben, stellen wir das Kostas vielleicht erstmal her. Biomasse Holz kann ich nämlich noch in die Dinge einbinden. Auch der hier verarbeitet Holz, den geben wir jetzt erstmal. Hier draus lassen wir jetzt erstmal den festen Biotreibstoff werden, damit wir den auch zur Verfügung haben, damit wir dann im Idealfall mal endlich wieder an die Thematik Produktion zum Laufen bringen gehen können. Ein kleines Problem, das ich noch habe, ich weiß nicht, wie viele Generatoren hier rumeiern. Der hat noch, der hat keinen. Der hier hat keinen Apfel. Ja, ich sehe schon, wir müssen das wohl noch ein bisschen laufen lassen hier.
Alter, dauert das. Ey, fast geschafft. Sehr gut, wir sind fast durch. Damit haben wir's. Und um uns jetzt zu ersparen, den Scheiß von Hand zu verteilen, packen wir den Käse einfach alles hier rein. Der verteilt uns den Scheiß, womit wir dann den Rest wieder anstoßen können. Ah, apropos. Und für unseren Gebrauch machen wir noch ein bisschen. Damit sollte man die Kettensäge erstmal eine Weile verwenden können. Sehr gut, Produktion fährt wieder hoch. Damit ist auch die Produktion hier unten am Laufen. Und ich brauche mir da erstmal weniger einen Kopf drum machen. Muss ich nach Holz suchen. Habe ich ja jetzt bekommen. Störe 1000 Laub. Aha. So, bringen wir den Scheiß erstmal wieder zurück zur Fabrik, damit dort möglichst alles autonom läuft. Bleib hier, du Mistvieh. Wo ist der andere? Da. Falls jemand zuguckt und Ahnung hat, oder das im Nachgang guckt und Ahnung hat, wüsste ich gerne, ob diese Pilze
nachwachsen. Das wäre mal relevant, weil wir haben die zwar eigentlich aufgehoben wegen dem Mycelium, weil das eh schon manchmal schwierig zu bekommen ist. Aber wenn die eh nachwachsen würden, wäre es teilweise sinnvoller, sie zu verwerten. Der lief nicht nach Plan. Shit. Ich flieg teilweise zu hoch. So. Aber hier läuft mal wieder was. Das ist ja schon mal etwas. Auch wenn ich nicht weiß, wann das nächste Mal das die Leitung kickt. Aber ich habe jetzt eigentlich erstmal für ein bisschen Vorräte gesorgt. Ich hoffe, das hält erstmal eine Weile vor. Zumindest auf hoffe. Das fließt alles. Das ist natürlich der Beton. Da müssen wir jetzt halt ein bisschen warten. Ah, da haben wir zwei Kupors. Die treffen sich ganz gut. Die nehmen wir mal gleich mit. Architektur. Ich hätte tatsächlich gerne erstmal die Wand hier mit der Tür. Einfach aus Prinzip. Und danach nehmen wir das nächste Mal den Betonsäule. Okay. Ach so. Gott sei Dank, weil Shopping is an essential human experience, enriching both the economy and human lives since the invention of society. Congratulations, you live in a society. Kommt denn hier eigentlich der Beton? Ach, da. Ich sitze aber nicht die. Naja, gut, da wird es besser. Könnte dennoch mehr sein. Lass mal gucken, sind auch beide Betonproduktionen angebunden? Ah, hier wird es ein bisschen besser. Warum auch immer wir da einen Lagercontainer zwischengeklemmt haben. Aufgebaut. Wie sind die Auslastung von den Messzahlen? Der produziert 45 und der verarbeitet 45. Okay. Also eigentlich machen wir uns noch den an. Ist das Ganze 1:1 aufgebaut.
kann man eigentlich nicht so wirklich verkacken. Ja, der läuft genauso. Kupfererz. Ich dachte jetzt schon, das sah ein bisschen wie Uran aus. Naja, gut. Lass mal die Betonproduktion mal laufen. Was mich jetzt nochmal interessieren will, wie viel von diesen komischen Kapseln brauchen wir denn nochmal, um Och, leck mich doch am Arsch. Wie viel von diesen ANDNA-Kapseln brauchen wir denn für einen Coupon? Vielleicht kann ich da schnell zwei Stück generieren durch. Ich vergesse immer, wo was stand. Ach, da ist da lang. Voll abseits vom Kurs. Was hat es mit dem Fließband auf sich? Ach, das ist die Fabrik vom Collision, die vermutlich gar nicht angebunden ist oder noch gar nicht fertig ist. Super, also keine Ahnung im Klartext. Was? So, ne, falsches Ding. Was brauche ich für eine? Brauche ich ein Alien-Protein. Das ist eine Umsetzung von 1 zu 1. Und dann gehen wir mal auf die Jagd, würde ich sagen. Die gehen hier eh ständig rum. Können sie auch mal für was gut sein. Na gut, was heißt für was gut sein? Die sind für was gut, und zwar für Produktion von Biomasse. Aber ja, ich hätte gerne noch die Post, dass ich jetzt dann halt auch die Säulen habe, dass ich dann auf eine gescheite Art und Weise das Ding da hinten bauen kann, dass es auch noch was aussieht. Gucken wir mal, wir haben 6 Stück. Stellen wir mal 6 von den Kanistern her. Ich befürchte, also es ist nur eine Vermutung, sicher wissen tue ich es nicht, aber ich vermute aktuell, dass tatsächlich das Problem besteht, dass die Dinger nur einen Punkt geben. Wenn dem der Fall ist, dann bringt die ganze Aktion eh nichts. Aber mal schauen. Stimmt, ich brauche nur einmal drücken. Ich bin das noch nicht gewöhnt. Ich kenne noch das Festhalten, den Festhalten-Modus. So, gucken wir mal, ob das jetzt was bringt. Schieben wir den mal hier in den Container ein. So, jetzt mal beobachten. Ich sollte die Abförderfließbänder vielleicht mal durch Mark 2 irgendwann ersetzen, weil es ist ja grauenhaft langsam. Wobei es witzigerweise nur der Zulauf ist. Ach so, ja, scheiße. Ich weiß, warum es so langsam ist. Ja, das ist der Fusionator. Der ist zu... Boah, das sind gar nicht die Förderbänder. Die Förderbänder sind eigentlich zu schnell für den aktuellen Fusionator. Ah, die Schrauben bringen gut was. Da kommt der erste Container. Ah ja, okay. Einer gibt 1000. Lass mal die da mal reinfließen und holen uns unsere Säulen. Beton. Warenkorb. Gut. Damit können wir nämlich das Ganze da hinten definitiv schöner aufziehen. Ich nur mal gucken, welcher war in der Betoncontainer. Ah, der da. Da. Vielleicht sollte ich noch eine dritte Betonproduktion hochziehen.
Ich habe irgendwie den dummen Verdacht, das ist zu wenig, was wir als Input haben, weil ihr seht ja, es sind immer noch Lücken dazwischen. Also das Fließband könnte tendenziell mehr vertragen. Machen wir mal folgendes. Hab ich das Zeug? Zwei Sachen. Habe ich das Zeug bis auf den mobilen Miner? Dann stellen wir noch einen mobilen Miner her und gucken mal, ob wir da vielleicht noch was geregelt kriegen. Ach scheiße, falsches. Oh. Ah, das war Taschenlampe. Kalkstein. Ich hätte es gerne irgendwo in die Richtung tatsächlich bevorzugt. Ja, die beiden haben wir schon. Ja. Ach, da hinten. Dann gehen wir mal dahin. Den können wir auch super in eine der bestehenden Linien einspeisen. Weil mit dem brauche ich dann nur hierher ziehen. Um das zu machen, brauche ich nur da oben auf dem Fließband laufen zu lassen. Naja, mehr oder minder. Aber das kriegen wir schon hin. Eigentlich. Keine Ahnung. Mein Hundi, der da immer noch schwimmt. Weil ich echt nicht weiß, wie ich den da jemals wieder loskriegen soll. Zumindest macht er sich trotzdem noch nützlich. Immerhin. Ah, da. So, gucken wir mal, von welcher Reinheit wir hier reden. Normal. Kann ich mitarbeiten. Produktion. Meiner. Ich hätte den eigentlich ganz gerne in die Richtung ausgerichtet. So, der produziert jetzt aber 45. Achso, scheiße, falsches Ding. Und der hier braucht aber 45. Das ist ein bisschen ungeschickt, weil das so eine scheiß Kombination ist. Aber gut, egal. Lass mal erstmal. Ja, soll er erstmal überproduzieren. Also an Beton ist mir lieber als eine. Minderproduktion. Ist zwar jetzt in der von der Auslastung her nicht ganz ideal. Aber drauf geschissen erstmal.
was soll das denn bitte durchlaufen? Hast du Lack gesoffen? Ah, ja, gut, dass das mir fehlt, wundert mich nicht. Fehlt auch Rettung. Oh, leck mich doch am Arsch. Alter, brauchen die lang. So, dann haben wir den mal wieder raus. Ich weiß eh nicht, warum wir die da drin hatten. So, gehen wir uns mal Bettung holen. Wie sieht eigentlich unsere Auslastung aus? Habe ich da noch Spielraum überhaupt? Oh ja. Da habe ich ja locker noch Platz. Falsches Ding. Falsches Ding. Richtiges Ding. Ach fuck, falsches. Alter, willst du mich verarschen? Greif doch, du Drecksteil. Also in welcher Anfänger hatten die das scheiß Stromnetz hier wieder gebaut? Das sind ja viel zu viele, vermutlich war ich selbst. Aber so viele hätten wir doch gar nicht gebraucht, vor allem hier an der Stelle. Na, egal. Wird schon seine Begründung haben. Aber warte mal, was mir da einfällt. Statt dem... Vollkommen unnötig. Kann man doch hier gleich einen Fusionator aufstellen. Output dahin, dein Output da rein und dein Output da rein. Dann hat sie nämlich der Rest auch erübrigt. So. Und jetzt zum eigentlichen Thema. Hier. Mal kurz prüfen, ob alles grob so funktioniert. Ja, passt, okay. Dann kann das hier auch mal laufen. Wow. Das ist ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen gewesen. Thank you.
Damit wir wieder rechts außen die richtige Menge haben. Bin ich mal gespannt. Also es muss erst anlaufen, keine Frage. Da kommen die ersten. Okay. Gut, dann läuft das auch. Dann haben wir mal geschwind die Menge an Beton, die wir erhalten, auch mal erhöht. Weil die war jetzt teilweise echt grauenhaft. Warum haben wir denn da entstehen? Achso, das ist die andere Betonlinie. Die Gemäude geklärt. Warum haben wir hier so einen derben Rückstau? Ach, sag mal nicht, die Kabel sind voll. Kupfer fährt noch, das fährt noch. Das einzige, das gerade nichts mehr macht, sind die Kabel. Jetzt checken wir das mal. Ich glaube, das müsste der hier sein. Ja, diesen Knüppel. Da hinten kommen die ganzen Quarz mal endlich. Das hier können wir so laufen lassen. Ja, warte mal. Ah, ich dachte schon. Ach Gott. So, jetzt gucken wir mal. Also Verschönerung an der Fabrik wie Fundament mache ich zu einem anderen. Fundament läuft bei mir. Säulen meine ich. Mache ich definitiv nicht jetzt. Einfach nur, weil es in meinen Augen für den Moment definitiv Ressourcenverschwendung ist. Insofern, dass ich den Beton erstmal brauche, um die Ebenen zu bauen und den ganzen Rest durchzuziehen. Wenn das natürlich alles steht, dann kommen Verschönerungsarbeiten ins Spiel. Dann reden wir tatsächlich davon, achso, ich dachte, Schrauben stehen auch. Dann hätte ich das nämlich echt an der Erbs bekommen. Sag mir nicht der. Okay, da lagert tatsächlich was. Das soll ja von mir aus okay sein. Ich weiß nur nicht, was die Container bringen sollen, wo nichts lagert. Zumal ich das Lager, wie wir es jetzt aufgebaut haben, insofern von Nachteil finde, dass genau das, was jetzt passiert ist, passieren kann, nämlich dass es voll läuft. Ich bin eher so ein Typ, ich bin eher tatsächlich Fan davon, die Lagercontainer übereinander zu stapeln und mit Aufzügen dann die Sachen nach oben zu befördern. Gut, man könnte alternativ auch mit den stapelbaren Förderbändern so verfahren, dass die oben beginnen und dann sich nach unten transportieren über die Container, aber das ist dann auch wieder insofern ein bisschen beschissen, dass man nicht so einfach das Lager erweitern kann. Au. Ah, ich sollte mit dem Ding vielleicht doch nach unten fahren. Hä? Was glitzert da? Ach, das ist komische Kalksteinvorkommen. Keine Frage, kann man auch noch gebrauchen, aber fangen wir erstmal mit Wänden an. So, hier kommt eine mit Tür rein, dass ich hier gemütlich reindappen kann. Das da hinten passt soweit. Wir waren dann hier dabei die nächste Ebene einzuziehen. So, Fundament. Dann jetzt das ganz dünne.
Ah, ist wieder nicht auf Such gestellt. Das kann ich leiden. Bis hierhin. Die kommen da raus. Upsi. Jetzt machen wir mal Folgendes. Wo ist denn Logistik? Genau. Die sind zwar vollkommen nutzlos hoch und werden so gar nicht. So wie, dass sie mir jetzt einen Haufen meiner Ressourcen gestohlen haben. Aber da ich dort oben irgendwo noch den Output hinpacken muss, wäre es gut zu wissen, wo. Das ist die Kohle. Machen wir den Schwefel-Output doch da drüben hin. Machen wir hier Wände. Also abgesehen davon, dass mir das Zeug nicht reicht, dürfte das ziemlich gut funktionieren. Naja, dann heißt es erstmal back to base. Damit wir unsere Sachen auffüllen können. Alter, das ist gefährlich. Das ist gefährlich wie Hund. Das kann so übel schnell schief gehen. Hier kam die Stelle. So, dann haben wir das.
Nun holen wir jetzt erstmal wieder einen Eisenplattenvorrat. So und zurück. Schade, der Absprung von dem Feld und der gleichzeitig kurz darauf stattfindende Wechsel der Linie hat leider in Kombi nicht so gut geklappt, wie ich gehofft hatte. Ups. Das war dann doch ein Tacken zu knapp. What the fuck? Ja, das war hart an der Grenze. So, dann schauen wir mal an das dahin. Die Lücken in der Fassade, die machen wir noch bei Gelegenheit zu. Genauso wie das Innengeschichte hier alles noch gemacht wird. So, mal, das war das ist der Schwefel, der war normal, das hier war unrein, das war eine 30er, das ist eine 60er, heißt ich muss erstmal hier einen, ne, den machen wir hier hin. Da noch einen hin. Und machen wir da noch einen hin. Thank you.
Logistik. Da fehlt der Beton für. Ah, da fehlt auch der Beton für. Okay. Müssen wir erstmal wieder zurück. Schade, hätte ja klappen können. Schade. Ich habe mich ein bisschen von der falschen Kante. Stangen haben wir noch genug, Platten haben wir noch genug. Ja, nehmen wir vielleicht noch ein paar Platten mit. Ah, da hätte fast geklappt. Oh, lass mich doch. Ach komm schon. Mal läuft's richtig gut und mal verkacke ich es irgendwie ständig. Au. Ja, und das, meine Freunde, passiert, wenn ihr zu schnell reinkommt. Dann tut's weh. So.
Wände. So. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Aufzüge. Das müsste passen. Das können wir so erstmal lassen. Bin ich gerade überlegen. Also warte mal. Eins. Das ist viel zu nah an der Kante. Das geht aber auch nicht. Das könnte gehen. Wieso ist denn der da angeschlossen? Willst du mich eigentlich verarschen? Nein, doch nicht so. Ah, okay, deswegen. Da hab ich's verkackt.
deswegen hat das auch alles nicht so ganz funktioniert. Shit, das ist zu steil. Nicht wirklich ideal. Ach, leck mich doch am Arsch. Heiß liftet da echt, ey. Oh, achso, shit. Falsche Stelle. Damit kommen die hier oben raus. Bin ich gespannt, wer das geht. Thank you.
machen wir halt. Ja, das sollte passen. Gut, damit haben wir die Fabrik zumindest mal in den groben Zügen, haben wir sie mal fertig. Also wir haben jetzt die Produktion soweit durch, man muss das Gebäude noch fertig bauen, wir müssen noch eine Abtransportebene einbauen. Aber funktionsfähig, eigentlich sehe ich sogar auch keine Überschneidung, wobei ich den Transport hier nach oben vielleicht hätte besser machen können. Aber gut, definitiv sagen, ab zurück zur Base. Achso, doch. Wir müssen zwar noch die letzten Sachen hier anbinden und wie gesagt, Abtransportebene müssen wir noch fertig bauen, aber besonders wegen der Verkabelung will ich mich erst noch mit Aaron besprechen, um zu schauen, was er meint, wie wir die am besten anbringen. Aber, scheiße. Wow, dass ich das überlebt habe, ist echt ein Wunder. Falls ihr euch fragt, warum ich die jetzt entfernt habe, wobei das wird sich vermutlich eh keiner fragen. Oh. Servus, hab gar nicht bemerkt, dass jemand im Chat ist. Ja, das habe ich dann auch gemerkt. Dass, vor allem habe ich die Lifte erstmal in die richtige Richtung ausrichten müssen, weil wenn der Output da ist, wo der Input hingeht, kann das natürlich auch nicht funktionieren. Beeindruckt, dass die Produktion so lange läuft.
Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ach genau, ich hole in die Forschungsstation. Damit wir da mal nach endlich suchen können. Reanimiert. Strange alien matter analysis completed. Dormant crystalline SAM can now be found with the resource scanner. In its dormant state, it is safe to handle without special equipment and can be stored indefinitely. Research for enabling the reanimation of dormant SAM is now available. Fill the rivers with blood and let the effigies defile our temples. The sun will follow. It's open. Nope. Konstruktor? Auch nicht. Achso, warte mal. Dafür muss ich normales SMR. Ich hab noch einen Miner bei mir. Ne, natürlich mal wieder nicht. Bauen wir halt mal schnell ein. So, stimmt. Ich kann ja einfach mal drücken. Geben uns noch mal auf in Richtung Zähmerz. Ah, die jetzige Betonproduktion gefällt mir doch schon besser. Da habe ich ein bisschen verkackt. Ich muss mal die Fusionatoren noch von meiner Liste runterschmeißen. Die brauchen wir zwar noch. Weg. Der endgültigen Abproduktion. Abtransport. Vom Schwarzpulver, aber ich weiß ehrlich gesagt eh noch nicht so genau, wo ich den dann platziere, den Fusionator. Ah ja. Falls du noch zugucken solltest, ist dir bekannt, ob Bäume beziehungsweise auch mit Ziel, also diese Pilze hier, nachwachsen? Oder ob das so eine Geschichte ist von wegen einmal abgeerntet, dann futsch? Wow, das klappt hat. Ich bin hier jetzt noch tatsächlich auch noch nie lang gesurft an der Linie. Zumindest nicht in die Richtung. Oh, ob das mich nicht runterwiegelt? Ne, tut's nicht, okay. Oh, da ist noch mal ganz in der Nähe. Ich bin gespannt, was passiert, wenn ich das scanne. Ach, fuck. Und damit wieder zurück. Also versteht mich nicht falsch, ich werde da auch noch eine Produktion hochziehen. Aber da ich noch nicht mal weiß, mit was ich den Kram verarbeite, geschweige denn ich ihn verarbeiten kann, macht das aktuell für mich einfach keinen Sinn, da aus einer von Handabbauaktion eine Produktlinie zu ziehen.
für die ich eventuell nicht mal den Strom habe, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, was unser aktueller Verbrauch wäre, wenn wirklich alles dran klemmen würde. Mal wir das Gebäude vom Aaron eh noch nicht dran haben, das kommt halt auch noch hinzu. Und das frisst garantiert einen Haufen Strom, so wie ich den Typen kenne. Shit, war ja klar. Naja, dann laufen wir den Rest. Das würde mich jetzt interessieren. Doch schon. Soll denn da zum Geier Sam Erz sein? Nein, gut, egal. Alter, diese. Was ist denn das überhaupt? Rotor? Ja, Rotorproduktion müssen wir echt mal hochstufen bei Gelegenheit. Dieser. Des Todes langsam. So, weiter geht eh nicht. Sam Reanimation Recipe unlocked. Sam can now be safely awakened, provided it is contained. Meaning, if not contained in special electromagnetic storage, it tends to start breaking atomic bonds of any matter it has physical contact with, and reconstructing it into easily transportable resources. Scripture and blood, follow the temple halls and listen to the echoes of your ripples. Das können wir eh nicht. Okay, das ist easy. Da fehlen uns halt die Computer. Wenn wir die hätten, könnten wir den Alien-Energieversorger. Sieht hier eigentlich aus? Eisen. Gierstacheln. Zeug, da fehlt Zeug. Denn für den KI-Begrenzer haben wir alles. Naja, gut, egal. Gucken wir das nächste Mal. Gut. Ah, okay, gut zu wissen. Okay, schade. Ich hatte eigentlich gedacht, dass das Zeug eventuell nachwächst. Das wäre ganz praktisch. Zumindest bei der Flora und Fauna wäre es auch sinnvoll, also rein logisch gesehen. Aber ja gut, wenn es nicht ist, dann ist es nicht. Dann habe ich da eh keinen Einfluss drauf. Gut. Das haben wir. Das ist erledigt. Gut, dann würde ich sagen, speichern wir an der Stelle und machen das nächste Mal weiter. Hoffentlich dann endlich wieder in Gesellschaft. Ich halte mich nämlich auch mit ein paar Sachen gerade ziemlich zurück zu machen, einfach um nicht zu weit für die anderen vorauszugreifen. Vermute mal aber, wir werden eh nur zu zweit beim nächsten Mal sein, wenn ich Glück habe. Auf jeden Fall, bis dahin.